Willkommen zurück zu Freelancer. Wir sollen uns mit Dr. Quintain im All treffen. Das machen wir auch. Finden Sie Quintain und bringen Sie ihn zum Planeten Leeds. Machen wir. Genau, er sagte, er begleitet uns nur, wenn seine Bodyguards mitkommen. Habe ich gesagt, ist mir doch scheißegal, dann sollen sie halt mitkommen. Wenn die nichts anderes zu tun haben, dann immer gern. Amy ist eine von seinen Männern? Das ist so eine Frau. Ja, ist ja gut. Ich flieg ja schon. Immer müssen die drängeln. So, ich stelle hier gerade so ein bisschen wild an meinen Soundeinstellungen rum, weil da irgendwas verstellt ist. Oh no! Es ist eine Hinterhaltsaktion. Oh, ich bin fast tot. Ah. Ja, ich mach gleich Gunship, aber hier jetzt muss ich erstmal den hier töten. So. Gunboat! Gunbay! Oh! Oh, mein Schild ist im Arsch. Das ist nicht gut. Aber ich habe doch hier Raketen, die kann ich doch verwenden, oder? Ah, die kommt irgendwie nicht an. Na komm, doch jetzt aber. Hahaha, war gar nicht so schwer. Wenn man nur ordentlich Raketen überall reinhaut. Die guten Katapults. Au! Ja, naja, wir können das gewinnen. Wir müssen ja auch, weil sonst sind wir tot. Ja, naja, es ist... Man muss halt bei Weltraum kämpfen, wo mit scharfer Munition gearbeitet wird, eigentlich immer gewinnen, sonst ist man tot. Ganz klassisch. So, wir haben ihn gleich. Und dann haben wir das schon mal. Oh, ist ja gut. Jetzt hört mal auf, mich hier zu beschießen. Was ich hier schon wieder an Schildbatterien weggefeuert habe, das geht auf keine Kuhhaut. Space-Kühe. Das sind die vom Mars, die kennt man von Futurama. Diese Futurama-Space-Kühe vom Mars. Die einfach nur riesige Käfer sind, aber schwarz-weiß gepunktet. Haben wir. Take the lead to Leeds. I lead you to Leeds. Machen wir. Wie jetzt? Also jetzt müssen wir doch in die andere Richtung, oder was? Hm. Na gut. Wie ihr mögt. Ich mach doch nur, was ihr sagt. So, wenn wir auf Leeds ankommen, dann können ja Dr. Quintain und Dr. Sinclair, unsere beiden Superakademiker, sich dann wissenschaftlich gegenseitig überbieten mit Großartigkeit und hoffentlich rauskriegen, was dieser blöde lilane Apfel eigentlich kann, beziehungsweise dieses Artefakt, was ein bisschen aussieht wie der klassische Assassin's Creed Eden-Apfel. Schon wieder... Langsam wird's zur Gewohnheit. Ich habe halt jetzt schon nicht mehr so viele Nanobots und Chip-Batterien und so, ne? Da müssen wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen... hoffen, dass es... Ah! Shit! Könnt ihr mal aufhören, immer mit Raketen auf mich zu schießen, ihr blöden Arschlöcher? Hallo, ich mach doch schon immer hier Countermeasures, Gegenmaßnahmen und weiche aus. Hat aber nicht funktioniert. Na gut, wenn die Rakete frontal auf einen zufliegt. Ja, da ist ein Asteroid im Weg. Shield restored. Mann! Diesmal habe ich es hingekriegt, die Rakete abzublocken. Ja, die sind schnell unterwegs. Nein! Nein! Der ist hinter mir, der ist hinter mir. Die Sackratte ist hinter mir. Helft mir doch mal, Leute! Ach, scheiße! Nein! Mist! Ach, das ist doch alles doof.
Autosave. Autosave. Wie jetzt? Alles nochmal oder was? Och, come on. 5 Minuten nochmal spielen. Ich glaub's ja. Okay, ich stell mich jetzt noch besser an. Dabei stell ich mich doch schon so gut an. Warte mal. Kann ich, Controls hier mal bitte sehen? Was ist denn Launch Mines? Minen brauche ich, die möchte ich gerne auf der C liegen haben, weil die benutze ich nämlich eh nicht. So. Und jetzt hätte ich gerne meine Countermeasures auf E. So. Danke dafür. Und dann läuft das nämlich auch gleich ganz anders. Ja, ist es tatsächlich. Okay, dann mache ich das jetzt einfach. Das, was ihr sagt. Gunship it is. So, diesmal keine Rakete verbraucht. Gunship weg. Kaum Schaden genommen, nur ein bisschen den Schild. Wusch. So, ich lasse mich diesmal nicht von euch so blöd abschießen, dass ich schon meine kompletten Gegenmaßnahmen und so verbrauche. Ja. Eher lieber mal ein bisschen ausweichen. Ja, ja. Ist jetzt super feige, was ich hier mache, aber ist mir jetzt egal. So, meine Rakete untergebracht. Krieg dich. Ah, ich lebe hier gerade wirklich gefährlich. Hab wenig Schild und wenig Hülle. Das kann ganz schnell gehen. Da war der Schild wieder weg. Ich lade jetzt mal den Schild wieder auf und die Hülle auch. Ich hab's ja. Eigentlich habe ich's nicht, aber ist jetzt auch egal. So. Wenn die mich jetzt mit Raketen beschießen, dann kann ich auch viel besser reagieren, weil meine Gegenmaßnahmen auf der... auf E liegen und nicht mehr irgendwo auf C, wo ich blöd umgreifen muss. Das habe ich eben gemerkt, dass das bei so massiver Nutzung von Gegenmaßnahmen tatsächlich ein bisschen problematisch einfach ist oder sein kann. Vorher habe ich ja vielleicht mal in, keine Ahnung, in einer Stunde einmal so eine Gegenmaßnahme benutzt. Also so ein Raketenablenker. Ja. Mensch, ich glaube, vielleicht werden wir sogar nochmal überfallen. Man muss auf alles vorbereitet sein. Ja, man kann es nicht wissen, aber man muss sich natürlich aufs Schlimmste einstellen. Nee, aber wenn man öfter als irgendwie einmal pro Stunde so Gegenmaßnahmen muss, so pro Kampf halt irgendwie 3, 4, 5 Mal, dann... ist dieses Umgreifen auf C ist dann irgendwie unintuitiv. Also, dass man mit dem, was ist das bei mir dann, der Zeigefinger von D auf C wandert. Also mit D strafe ich ja rechts und links. Also rechts in dem Fall. Oh no, da sind ja noch mehr. Oh, hätte das gedacht. Ich verstecke mich hinterm Asteroiden. Guck mal, die sehen mich nicht. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. So, und jetzt gehen wir ran. Ich habe sie zu mir kommen lassen. So, Gegenmaßnahme eingesetzt. Oh, come on! Lass mich doch mal in Ruhe mit eurer Scheiße hier. Wie viele Raketen habt ihr denn? Noch eine Rakete. Oh Gott, oh Gott. Aber bisher hat mich noch keine getroffen. Aber so viel richtig viele Gegenmaßnahmen habe ich auch nicht. Oh, jetzt merken sie, dass es mit Raketen nichts wird bei mir und versuchen es so. Versuchen es ohne Raketen, einfach nur mit
lasern. Und das funktioniert tatsächlich besser. Weil den Raketen kann ich ganz gut ausweichen. Ja, nee, darf er nicht. Der soll jetzt mal die Fresse halten da hinten. Der soll jetzt nicht getroffen werden. Da muss er sich halt mal ein bisschen anstrengen, nicht getroffen zu werden. Kann nicht so schwer sein. Haben wir ihn? Haben wir. So, nächster. Ah, der will weg, aber wir sind zu zweit dran. Das sollte klappen. Mann! Doch nicht. Doch nicht geklappt bei dem Anflug. Oh, was hier wieder los ist im All. Meine Güte. Geschafft! Yay! Au. Danke, Quintain. Danke, Quintains Handlanger. Oh, wie weit müssen wir denn jetzt noch fliegen, ey? Ich dachte, wir sind jetzt schon am Sprungtor gewesen. Am Sprungloch. Das gute alte Jump Hole. Ich finde, da sollte man sich einen cooleren Namen überlegen als Sprungloch. Bin ich fast froh, dass wir das nicht auf Deutsch spielen. Wir müssen zum Sprungloch. Ja, ja, na, mach mal. Ich trinke erstmal einen Schluck. Meine Güte, ist schon so spät nachts, da muss man auch mal noch ein Gläschen trinken. Ach, um hier wach zu bleiben. Sowas mache ich für euch. Bis spät in die Puppen. So. Wupp, wupp, wupp. We should be safe now? Hat er das jetzt wirklich gesagt? Hat er wirklich den Fehler gemacht zu sagen, wir sollten jetzt sicher sein? Ach du liebe Güte. Ja, und dann hat sie sich's klauen lassen. Dann haben wir es zurückgeholt und jetzt versuchen uns alle umzubringen. Also irgendwas ist da. Ist da im Argen. Das ist süß, wenn sich ältere Leute freuen wie kleine Kinder. Eher jetzt wegen alter Inschriften auf einem glühenden Stein, aber naja. Wir haben ja alle die Sachen, auf die wir uns, über die wir uns mehr freuen als jeder andere auf der Welt. Und über die sich alle lustig machen, aber wir wissen, dass es uns das wert ist. Ich habe solche Sachen garantiert, ihr habt solche Sachen bestimmt auch. Dinge, die nur ihr wirklich genial findet und alle anderen mehr so, ja, ist ganz nett oder wir verstehen es überhaupt nicht. Und Quintain mag halt glühende Bälle. Tja, jeder wie er mag, ne? So, jetzt müssten wir eigentlich irgendeine schöne Sequenz kriegen. Die ein bisschen was erklärt. Tobias. Here. Who's this then? This is Dr. Quintain. He's a professor. Him? No. What field? I'll have you know, sir. I am the foremost authority on xenoarchaeology. Oh, I'm sure you are. Come on, Mr. Wizard. I expect you've come to see the missus. Quintain! Damn it, I am mad as hell at you. What happened? Where have you been? I had to go away, Kendra. Not long after you made your discovery, things began to happen. People around me started to go missing. Then I came back one night to find my lab turned upside down and noticed I was being followed. By whom? A man named Kress. He told me I was on a list, but my work had put me in great jeopardy. I left that night and didn't look back. So, you see, I couldn't tell anyone. Especially you. I thought you'd become a target as well. She already is. We all are. Because of this. This is it. May I? It's magnificent. Yes, it is. Es ist ein glühender Ball. Obviously part of something more significant. It's time you and I figured out what that is. Look, I hate to rush this reunion along. Someone's here. I'll take care of it. Hello, my friends. What is it I can get for you today? We are looking for a man.
We have reason to believe he's in the area. Mexican chap? Sorry, you haven't seen him. He is considered an enemy of Rhineland. Anyone caught hiding him would face severe consequences. Listen to me. You are not in Rhineland now. You're in my shop. I've already told you the man you're looking for isn't here, so unless you'd like an education in foreign policy that you won't soon forget, I suggest you move along. Now! We can be patient, Mr. Tobias. Rest assured, we won't be far. No. I'm sure you won't be. It's just a matter of time before they'll be back. She's right. Now that they've got your scent, it's not safe here anymore. Kress. The night he came, he offered me a place to hide in the border worlds. Maybe now is a good time to take him up on it. But do you trust him? I'd rather take my chances with him than those Rhineland agents. We need you now, Trent. Ready? Eins nach dem anderen, meine Lieben. Was ist hier los? Wir müssen uns jetzt wieder mal vor den Rheinländern verstecken. Wir fliehen also vor den Deutschen, so gehört sich das. Mit Juni, Sinclair und Quintain sollen wir zu einer Randwelt fliegen, wo ein mysteriöser Mann namens Kress uns Unterschlupf gewähren wird. Die Rheinland-Agenten werden uns sicherlich versuchen, davon abzuhalten. Wir sollten uns also mit einem dicken, fetten Kampfpot ausstatten. Hier geht es nicht ums Geld, sondern ums Überleben. Ja, solche Missionen müssen wir annehmen. Sonst geht's hier nicht weiter. Just until this blows over. I'll be back when I can. Take care of yourself, old man. Düdlüm. So, reparieren. Wir reparieren mal erstmal unseren Pot. Der hat ja ein bisschen was abgekriegt bei der Flucht eben. Und gucken mal, ob wir uns noch irgendwas kaufen können, um hier irgendwie dann besser zu kämpfen. Also was ich auf jeden Fall machen möchte, ist mir mehr Gegenmaßnahmen kaufen. Die fülle ich jetzt einfach mal auf. Kostet ja nichts. Missiles kaufe ich mir nochmal 4, dann habe ich 25, damit kann ich gut klarkommen. Das ist alles. So, jetzt das füllen wir hier nochmal auf. Schildbatterien, die frisst man ja wie Snacks tatsächlich. So, dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas zu verkaufen haben. Bisschen Wasser. Ja, immerhin 300. So, haben die hier noch irgendein geileres Schiff? Ne, die haben dieselben Pötte wie vorher. Gut. Dann schauen wir nochmal rein, ob es neue interessante Nachrichten gibt. Aha. Okay, also die Japaner hier, Kusari, haben jetzt Liberty und Bretonia gefragt, also die Amis und die Briten, ob sie nicht helfen können gegen die Rheinländer, weil die doch sehr aggressiv sind und ja, vor allen Dingen, dass die Leute, die noch in Rheinland drin sind von den Kusari, dass die nicht geschädigt werden. Das, ja, also die Spannungen nehmen echt zu. Vielleicht wird das der erste große Krieg seit Jahrhunderten. So habe ich das zumindest verstanden, dass es bisher nicht so viel Krieg gab hier, seit irgendeiner Sache, die vor langer, langer Zeit war in den Kolonien. Vielleicht kommt es jetzt zum nächsten großen Krieg. Wir werden sehen und vielleicht sind kleine lila glühende Bälle dafür verantwortlich. Und wir stecken mittendrin. Ja, wie es weitergeht, nächste Folge. Wir fliegen in die Randwelten. Mal gucken, was uns da erwartet. Bis dann, Leute.